Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten, aber ihr könnt mich verstehen, hoffe ich. Ja, na, ja, okay, super. Ja, dann herzlich willkommen zum Dienstagabend. Heute haben wir ein schönes Programm vor uns. Und zwar möchte ich zuerst mit euch jetzt zum ersten Mal alle vier Brahma-Viharas durchmachen. Und im zweiten Teil dann mit Vipassana weitermachen. Das ist ja ein Doppelmeditationsabend. Und wir fangen noch gleich an. Lassen den Geist zum Atem, im Körper, zum gegenwärtigen Moment finden. Ganze komplizierte Getue des Alltags kann sich nach und nach setzen, einfach nur achtsam das Ein- und Ausatmen des Körpers beobachten.
beginnen wir mit Metta, dem freundlichen Wohlwollen für uns, sein Mitwesen widmen, überall, wo Wesen leben und so genau wie wir, aus geistigen und körperlichen Vorgängen aufgebaut. Zu allen Wesen wiedererkennend, allen Wesen von Herzen Gutes wünschend, decken wir diese Seite in uns. Die zugewandt sein kann, freundlich, liebevoll, und fühlt es sich an, die Absicht in uns immer wieder wachzurufen, allen Wesen wünscht. Allen Wesen Frieden wünschen.
mit Verständnis, ein Mitgefühl, wenden wir uns den Wesen zu. In der Klarheit darüber, alle Wesen zu tun und zu kämpfen haben, der Unbeständigkeit aller körperlichen und geistigen Prozesse. Wir Wesen zusätzlich noch zu kämpfen haben mit dem Versuch, sich an diesen unbeständigen Prozessen festzuhalten, wieder enttäuscht zu werden im fehlgeschlagenen Versuch, ein stabiles Dasein zu entwerfen. All diesem Dukkha der Wesen, Dukkha mitfühlen.
wenn uns die Wesen am Herzen liegen, wir uns von ihrem Dukkha berühren lassen, scheint die Aussicht, Dukkha befreien zu können, in einer ganz neuen Tiefe erfreulich. Jedem Wesen steckt das Potenzial des Kultivieren und Heilsamen durch Klarheit und Weisheit. Vision ständigen, starren Kerns nach und nach aufzulösen. Dieser Freiheit, der Stille, die auf alle Wesen wartet, die Illusionen von ihnen abfallen, und wir uns mitfreuen, dem Potenzial zur Freiheit mit Freuen.
diese Mitfreude am Potenzial zur Zuckerfreiheit, zur Auflösung des Daseins, neigt sich ganz natürlich in eine ruhige, gleichmütige Richtung. Wenn uns bewusst wird, dass die Wesen ja ohne einen festen Kern sind, ohne eine festgeschriebene Bedeutung, leer von allen Attributen, die uns selbst ausmachen würden. Ziehen die Lebensprozesse der Wesen immer weiter, leben in einer Welt, die leer ist von Beständigkeit. Leer ist selbst. Allen Wesen ist nicht irgendetwas, wie ein Kern zu finden. Ohne Kern Gleichmut.
bleiben noch oder gehen wieder zurück zum Gleichmut? Friedliche, nicht reaktive Haltung bei allen Wesen, selbst inklusive, gegenüber eingenommen haben, der Betrachtung der Leerheit, der Abwesenheit eines beständigen, starren Kernes, diesen Erlebensprozess, den wir hier und jetzt vor uns haben, sei er von Gleichmut inspiriert, das heißt, dass der Geist nach wie vor unruhig oder nachdenklich ist, diesen Geist, diesen Erlebensprozess beginnen wir jetzt hinsichtlich seiner Kernlosigkeit zu untersuchen. Wir wollen es schließlich mit eigenen Augen betrachten und verifizieren. Wir beginnen mit allen körperlichen Prozessen. Das, was an unseren Sinnesorganen, dann Reibung, Elemente abspielt, beobachten wir gleichmütig, klar bewusst. Geräusche, das Vibrieren im Trommelfell, Kribbeln im Körper, nie enden wollende Huschen der Gefühle, geblendet von den Gehirnzellen, abgefeuerten Gedanken, Suggestionen,
liegt in dieser körperlichen Erlebensgrundlage. Etwas Beständiges, etwas Dauerhaftes zu finden. Beobachten wir das für uns selbst. Auf die gleiche Art betrachten wir Vedana, das Empfinden, Instanz in uns, die immer
irgendetwas in meinem Leben angenehm findet, unangenehm oder neutral. Auch dieses angenehm, unangenehm oder neutral finden. Folgst dem aufhaltsamen Strom der Unbeständigkeit. Moment zu Moment fühlt sich dieses Empfinden wieder anders an. Macht es überhaupt Sinn, hier an einen beständigen Zustand, ein Dasein zu glauben?
Auch Sanya, das Wahrnehmen, lässt sich untersuchen. Diese Stimme im Geist, die immer wieder Sinnesreize interpretiert, Namen und Bedeutung gibt. Dinge wieder zu erkennen glaubt. Auch in diesem Kommen und Gehen der Wahrnehmungen ist keine Beständigkeit zu finden. Im Wesenskern. Warum nicht die Ansicht, dass hier Identität zu finden gibt? Mal hinterfragen. Loslassen.
Untersuchung Sankhara, Aktivitätsimpulse, die uns oft so selbstverständlich das Gefühl geben, jemand zu sein, und so leicht in die Rolle des Akteurs hineinziehen. Gedanke, der sich damit beschäftigt, was wir tun könnten, draußen in der Welt der Dinge, in der Welt der Geistesformationen. All diese Handlungsimpulse, ob sie tatsächlich ausüben oder nicht, ausnahmslos Beständigkeit unterworfen. Kein Teil einer beständigen Identität. Was würde das mit uns machen?
ja, sogar Vijnana, Bewusstsein, können wir untersuchen. Obwohl es sich manchmal so kompakt darstellt, Bewusstsein ja immer Sinnesbewusstsein an einem der sechs Sinnestore entstanden, um sich aufzulösen, einem neuen Bewusstsein an einem neuen Sinnestor zu weichen. Der Klarheit, der Wahrheit zuliebe, geben wir einmal den Anspruch auf Kompaktheit des Bewusstseins auf. Beobachten dieses Gefühl, ich bin der oder die, er sieht, hört, riecht, schmeckt, spürt, denkt. Ich bin der, der das erlebt. Dieses Gefühl hinterfragend beobachten wir Sinnesbewusstsein. Sinnesbewusstsein immer wieder entsteht, um sich aufzulösen. Enden muss, sobald der die Entstehung erforderliche Kontakt unterbrochen wird. Vielleicht kann unser genaues, gleichmütiges Beobachten sogar die Ansicht ankratzen, dass Bewusstsein ständiger Teil unserer Identität ist. All dem Bewusstsein, das wir jetzt erleben, morgen früh schon nichts mehr übrig sein. Nach unserer gemeinsamen Meditation schon nichts mehr übrig sein. Das Bewusstsein, das wir jetzt erleben, das wir jetzt für das Selbst halten mögen, jetzt schon wieder anders neu entstanden, um wieder zusammenzubrechen.
in all diesen sich wandelnden Prozessen. Es ist kein beständiges Selbst zu finden. Wir davon ausgehen, dass in unserem Mitwesen genauso ist. Wenn wir eine universell gleichmütige Haltung einnehmen, eben ohne Kern, Gleichmut.